Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Moin Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von Nito E-Mobility. Wir sind heute hier auf dem Festival Elektrisiert in der Autostadt in Wolfsburg und ich sitze jetzt schon in meinem Auto, denn ich habe das Glück, ich darf hier mit dem Konvoi mit reinfahren. Das wird der Tobi und so alles noch filmen. Die sind schon drin und um 12 Uhr geht's los. Wir haben es jetzt 11:30. Ich bin gespannt, bleibt dran. So Leute, die Parade geht jetzt los. Ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier so abläuft. Der Tobi wird hoffentlich auch von außen filmen. Wir haben uns jetzt seitdem noch nicht wieder gesehen. Ich habe jetzt so einen Benzel bekommen. Damit können wir überall in die Autostadt rein und werden uns sehr coole Konzeptfahrzeuge unter anderem angucken. Ich bin jetzt unter dem Schild hier durchgefahren. Ich bin gespannt, ey. Voll cool. Langsam arbeitet sich die Parade hier voran. Es ist ein bisschen Stau, aber ich bin echt gespannt, was einen da hinten noch erwartet. Wird ein cooler Tag. Da bin ich echt gespannt drauf, was wir heute alles für coole Konzeptfahrzeuge und so hier sehen können. Also, seid gespannt. Leute, guckt euch das mal an. Was eine Riesenparade. Allmählich geht es voran. Mal gucken, ob wir heute noch ankommen. Oh, ich sehe einen Adibus. Und? Nach langem Warten ist es endlich soweit. Denn Nico kommt auch. Ich gehe doch mal hin. Und wollen wir noch mal schauen, was er denn dazu sagt. Da steht er und wartet. Hallo. Hey, das ist ja cool. Wie geht's euch? Ich filme ja auch. Zwei Kameras. Ist ja eine coole Sache hier. Ja, coole Parade. Ihr seid ja schon viel rumgelaufen, oder? Ja. Ich bin gespannt. Wir werden uns das gleich genau angucken, Leute. Wir haben sehr viel gelacht. Echt? Warum? Ja, mit eurer Parade. Es geht ja nicht weiter. Es passiert nicht viel. Oh Leute, ich muss weiterfahren. Oh oh. Wir folgen ihm. Sag mal, wenn du da auf diesen Mittelteil drückst, da. Wo? Bei dir. Da? Nein, ja, drück mal richtig drauf. Super. Dann werde ich hier wieder rausgeschmissen, dann kann ich direkt rückwärts rausfahren. Nee, du wirst so schnell gar nicht wieder rauskommen. So, es füllt sich und füllt sich. Ich habe eben schon zu Nico gesagt, er soll am besten direkt in die Porsche-Halle hinten reinfahren. Da ist genug Platz. So, Nico darf sich neben dem Tesla stellen. Konzentrier dich! Konzentrier dich! Kann der schwimmen? Wenn er zu weit fährt? Geht noch, geht noch, geht noch! Weiter, weiter! Okay, noch ein Stück. Alles klar, danke dir. Wir sind angekommen. Wunderbar, Nico. Wir sind angekommen. Hallo. Willkommen in Wolfsburg. Da sind wir. Autostadt. So, gleich gucken wir uns erstmal um hier. Ich bin gespannt. Ihr habt ja schon alles gesehen. Klar, wir sind schon durch. Wir fahren nach Hause. Ich komme hier, glaube ich, so schnell gar nicht mehr raus. Nee. Ich muss hier bleiben, ich übernachte hier. Ich kann einfach morgen wieder abholen. Ja. Das wird schon. Ach klar. Angekommen. Angekommen. Hallo, da sind wir. We are here. Wo sind wir denn überhaupt? Was ist hier überhaupt los? Das wissen wir auch noch nicht so ganz. Also auf jeden Fall, ups, wenn wir uns. Ah, oh, oh, oh. Wenn wir uns mal drehen. Gucken wir uns sehr mal an. Viele was? Elektroautos. Genau. Tobi, zeig uns das doch mal. Ja, was haben wir denn hier? Hier ist die Parade vorgefahren.
Links-Rechts-Kombination. Hier ist die Parade durchgefahren und angefangen mit der hintersten Reihe da vorne. Komm, da gehen wir mal hin. Gehen wir doch mal einmal kurz hin. Hier fing es mit an. Ja. Hallo. Und hier sehen wir jetzt soweit alles unterschiedliche E-Autos. Vom Fiat 500e, Hyundai Ioniq, VW E-Up. Und das finde ich ein besonderes Highlight. Der Skoda. Enyaq. Der Enyaq. Den haben wir doch auch Kurve gefahren. Ja, aber sieht das nicht genial aus? Ja. Und schaut euch mal die Farbe an. Also die Farbe sieht schon geil aus. Absolut der Kracher. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier? ID4. Ein ID3. ID3. Und hier haben wir noch einen. Komm. Oh, guck mal, wen wir hier haben. Wer ist das denn? Wer ist hier denn? Was ist das denn für einer? Ein Electrified Woman. Das ist lustig. Das ist schon cool. Das finde ich lustig. Dann noch ein Ioniq. Noch ein Ioniq. 5. Und ID guck 4. mal. ID5. ID5, richtig. Wo in ist der freier Wildbahn noch gar nicht gesehen. Guckt euch das hinten an. Wie schön schräg der abfällt. Gegenüber hier den ID4. Hier haben wir doch beide mal nebeneinander. Und hier sehen wir doch jetzt wirklich mal den Unterschied. Wie die hier so die Linie abfällt. Sehr sportlich. Also hier, Entschuldigung, ich bin ja durcheinander. Voll Jux, voll durcheinander. Hier, schön die Linie abfällt. Zu dem ID4. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den ID5 finde ich wesentlich schöner. Weil er sieht halt sportlicher aus. Auf jeden Fall, ja. Und was haben wir hier noch? Oh, guck mal hinter dich. Ja, das haben wir. Das musst du dir alles gleich noch angucken. Ich stand doch im Stau. Ach so, für die Parade. Für die Parade. Aber guck mal, die Electrified Women bauen hier richtig auf. Ja. Warum haben wir sowas? Electrified Männer. Ja, schaut euch mal hier den VW an. So einen schönen T1. Müsste ein T1 sein, ne? Oder ist es T2? Das ist nicht meine Zeit. So alt bin ich auch noch nicht. Aber hier umgebaut zum E, kommen wir hier auf das Kennzeichen. Absolut super. Gefällt mir sehr gut. Und schauen wir hier rein, was er für ein Getriebe. Ein schön DSG-Getriebe drin, oder wie? 1966, 83 PS, 54 Kilowatt. Das ist ja wie bei deinem Auto, 54 kW. Oder hast du mehr? Du hast 54, ich habe 30. Ach ja, du hast ja nur 30. Ja. Was ist das denn? Das ist ein Elektrobus. Wer will denn sowas sehen? Den kaufe ich mir. Was willst du mit so einem E-Bus? Damit fahre ich jeden Tag zur Arbeit. Weißt du, wie lange du brauchst an deiner Haushaltssteckdose, bis der voll ist? So, wollen wir mal reingehen? Und ja, bevor der große Ansturm kommt, gehen wir doch mal rein und gucken uns die Konzeptfahrzeuge an. Die sind richtig nice, besonders der Audi hier. Aber ich habe mein persönliches Highlight hier schon gefunden, aber wir gucken uns mal den Audi an. Zeig mal her. Und danach gucken wir mal mein persönliches Highlight hier aus der Halle. Da ist er. Du bist ja hier mehr so für den Audi vom Design, mag ich ihn. Sieht schon geil aus. Ja, aber es ist nicht mein persönliches Highlight hier. Die Frage ist ja immer... Guck dir doch mal diese Front an. Wie weit kommt davon in die Serie? Oh, ich denke viel. Wie weit kommt in die Serie rein? Ich denke schon viel. Und das ist so immer die Frage. Er sieht schon geil aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, von innen ist noch ziemlich alles dunkel, da siehst du noch nicht so viel. Man kann es ja an, das Lenkrad sieht schon mal cool aus. Das Heck erinnert mich sehr an den Audi A7. Oh ja, stimmt. Finde ich ganz schick. Ne? Das sieht schon auch wenn du hier hinten so den Diffuser dir mal so anschaust. Ist schon nice. Das sieht schon gut aus, aber... Auf jeden Fall. Sie hat auch nicht Cupra, schlecht. Ne? Ja, von der Marke Cupra, richtig. Aber was ich hier so... Guckt euch dieses Heck an. Alter Schwede. Guckt euch dieses Heck an. Diese Front, diese Spitz rumgeht. Das ist schon richtig nice. Das wäre doch was für dich, oder? Das ist doch auch so dein... Ja, ja. Vom Design auf jeden Fall auch allein in schon. Die Sitze... Zeig mal von vorne. Das die Sitze sind mega, finde ich sehr gut. Hier, guck mal, da kannst guck du auch ein bisschen... So vier Einzelsitze da drin an. Ach. Die Frage ist, ja, es gab ja schon wirklich viele Konzeptkasten, die so aufgebaut sind. Aber bis jetzt ist ja keiner so wirklich in Serie gegangen. Guck mal, wie weit das zum Fahrer geneigt ist. Ne? Guckt euch die Front an. Ist das nicht geil? Allein hier, Frontschürze, wie das dann hier so zugeht und dann die Cupra. Nice. Ist einfach nur geil. Hat was, ne? Und hier haben wir jetzt echt mal die Möglichkeit, diese coolen Autos zu sehen. Ja, und jetzt würde ich dir echt gerne mal mein Highlight zeigen. Ja, zeig mal her.
Hast du irgendeine Idee, wenn du die hier so siehst? Ich würde sagen, den Adi Live. Nein, ist es nicht. Nein. Einen Versuch hast du noch. Den? Das ist auch ein cooles, ist von Auszubildenden. 2017. Entworfen und gebastelt worden. Aber komm, wir gehen zum zeig Highlight. Zeig mal dein komm. Highlight her. Das ist tatsächlich ein Auto, was ich wirklich sofort kaufen würde. Ach, allein. Ich sag jetzt nicht Model 3, aber. Nein. Alleine durch diese Größe und den Innenraum. Ich finde ihn so genial. Ach, den kann man sehen, ja, das ist schon mal gut. Also ich bin hier mit Annika rein, sage ich, das ist das Auto, was ich kaufen würde. Ist das nicht, es ist mal richtig ein schöner Kombi. Kein SUV, du hast einen richtig schönen Kombi. Doch, der sieht schon nicht schlecht aus, muss ich dir recht geben. Ja, von hinten finde ich ihn klasse. Ich mag die ganze... Space, genau. Okay. Das wäre so ein Auto, wo ich sage, das müsst ihr so in Serie bringen. Sollen die keine Lichter an? Nervt mich. Aber so muss es in Serie, auch von innen, wenn du guckst, wie das Display auf den Fahrer gerichtet ist, was du hier hinten für ein Platzangebot hast. Okay, das ist krass. Ja, auch hier Display hier? Wirklich schön zum Fahrer gerichtet. Und riesengroß. Und riesengroß. Also ich würde sagen, Tesla-Größe. Ganz, 15 Zoll. Ganz ehrlich. Die Türgriffe sehen auch geil aus. Also wenn das... Aber wenn es dann so alles kommt, aber wenn dieses Auto ist noch ein Konzeptcar, so kommt... Das ist doch das, was die Leute wollen. Die Leute wollen ein Kombi haben und nicht ein riesen SUV. Das als bezahlbares Auto könnte wirklich ein cooler Bringer werden. Hier, den ID Live. Das wäre ja so ein Ding für mich, ne? Aber soll der nicht auch so in der Art kommen? Ich glaube da noch nicht dran. Doch, ich glaube da schon dran. Überleg doch mal, wie der ID 3 im Konzept aussah. Ja, aber sie haben berichtet, dass der tatsächlich so formmäßig ist, er doch verändert. Guck dir das doch mal an. Und er hat was ich gerne in meinem Tesla haben würde. Was? Das Lenkrad. Ach so. Stimmt. Hier, Model das Jog? S. Das Jog-Lenkrad. Das Jog-Lenkrad. Der ist schon cool, ne? Also so, das wäre so meine Größe. Hat aber ein bisschen Honda E. Ne? Ja. Hat so ein bisschen was vom Honda E. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ist etwas höher. Ich finde das Material oder wahrscheinlich. Es sieht aus, als wenn es aus einem 3D-Drucker kommt. Ja, genau. Aber es ist wahrscheinlich jetzt wirklich nur als Konzept da. Ja, aber ist nicht da mit Chris schon mitgefahren? Ja, Chris ist mitgefahren, ja. Auch schick von Skoda. Und da sieht man doch so ein bisschen die Verwandtheit im VW-Konzert. Auch wenn ihr euch das so hinten anguckt mit dem Cupra, den wir uns eben angeschaut haben. Man sieht schon so ein bisschen verwandt. Auch die Sitze mit den vier Plätzen. Ach, guck mal. Ach so, ich dachte gerade, hier hinten sind auch noch Plätze, aber das ist was anderes. Das ist doch was für dich. So für den Sommer, einfach durch die City cruisen. Nico fährt mit dem Skoda Academy. Ja, Academy vorne, also wie gesagt. Ey, ist das Leute, das wäre es doch, oder? Guckt euch die von Auszubildenden, 2017. Ja, lauf noch mal durchs Bild durch. Ja, mach ich immer. Pass auf, da kommt die. Und jetzt geht's ab hier mit Solarplatte hinten drauf. Also da haben die Azubis wirklich coole Sachen gemacht, oder? Aber ich glaube, der heißt aber nicht Academy, sondern Element. Ach so, hier steht Academy drauf. Und wo steht das Element? Steht hinten noch ein Kennzeichen drauf. Und hier siehst du es auch. Projekt Azubi K 2017. Zwischen 17 und 18 Jahre alte Azubis. Genial, ne? Und hier ist Porsche, ne? Oder genau, was? Da ist so ein bisschen Porsche. Da ist die Auslieferungshalle. Da ist die Auslieferungshalle von VW. Wurde dein ID3 heute ab, oder nee, was? Aber mega was Interessantes erlebt. Echt? Wir hatten da mal ein bisschen geguckt und da haben Leute ihren Golf abgeholt. Ach cool. Und ich habe eigentlich immer gedacht, das Ganze gibt es nur bei Tesla. Die lagen auch halb unterm Auto und waren in da. Ach, hat sogar so ein ganz kleinen. Zeitschock rausgeholt, so ein flexibel und hat er gemessen. Hast du das gefilmt? Nein, das habe ich nicht gefilmt. Schade. Wir gehen jetzt mal hier das zu. Das habe ich nicht gefilmt. Oh, oh die Regierung ruft an. Oh. Hallo. Ja, wir sehen dich jetzt auch. Wo bist du? Wir kommen da jetzt zu dir. Ist das nicht schön gemacht? Du kannst hier gemütlich sitzen, kannst dich entspannen, kannst was trinken und guckst ein bisschen aufs Wasser. Ja, wo ist denn das Essen? Ja, da vorne. Da vorne ist das Essen. Was hat sie denn was da? Was hast du denn da? Das gibt's doch gar nicht. Somit ist ihre Laune wieder da.
Die Laune ist wieder gut. Uns, oder? So, jetzt gehen wir hier einmal hoch. Komm her. 1, 2, 1, 2. Oh. Tada! Was hat die denn für eine Flasche? Oder Annika, was hast du denn da in der Hand? Zeig uns das doch mal. Eine Skoda Wasserflasche habe ich geschenkt. Gratis? Bekommen. Wo gibt's ja die? Das ist, wenn du Interesse zeigst und dich nett mit den Leuten unterhältst, dann... Also ich werde nie eine Flasche bekommen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Irgendwas machen wir falsch, du. Magst du uns das mal zeigen, wo es die gibt? Nein, ihr kriegt die nicht. Doch. Nein. Ist da sogar Wasser drin? Nee. Nein. Aber da ist Wodka drin. Ja. Ich bin rausgegangen und dann sagte sie, Entschuldigung, hier für Sie. Warte mal. Oh, guck mal, Audi. Ja. Ach Leute, ich liebe Audi. Und Tesla. Wie war das noch? 4 Ringe bürgen Qualität bei Audi. Bei Opel ist der erste Ring schon durchgestrichen. Entschuldigung. Die armen Opel. Die armen Opel-Fahrer. Oder? Aber mal ernsthaft, guck mal, da Nein, hast du warte, auch... Warte. Insider. Wer von uns hat einen Opel Manta gefahren? Ich. Manta. Manta. Aber mal, guck mal, ist das nicht gemütlich? Auch da hast du wieder so schöne Stühle zum Sitzen. Ja, das ist schon... Und jetzt gehen wir hier durch... Wir gehen jetzt mal durch das Tor. Zack. Oh. Aha. Oh. Sprich dir mal mit mir. Ja, sprich. Seat. Seat. So. So, dann wollen wir hier noch. Ist das hier Seat? Skoda. Meinte ich ja auch. Ich gehe mal hin. Ich hätte, ach so, das ist Seat und das ist. Ich gehe da mal hin und sage, ich hätte gerne Ihre Seat-Wasserflasche. Nein! So, wir gehen jetzt mal gucken. Jetzt gehen wir noch mal gucken. Dann gibt's auch. Ich habe eben gedacht, die gehen durchs Wasser. Das sah eben im ersten Haus, als wenn die durchs Wasser traten. Dü, dü, dü. 1895 ist Kohle angefangen, das wusste ich gar nicht. Jetzt okay, weiß es. Hier. Wow. Jetzt geht's los. Das ist das, was ich benötige. Wie gefällt er dir, Tobi? Gut. Also ja? Ich mag ihn sehr gerne. Das Weiß finde ich schön. Und dadurch, dass er ein bisschen coupé-mäßig, sportlich, mag ich sehr gerne. Ja, dieses Auto, was ihr jetzt hier so seht, kann man so noch nicht kaufen. Es ist, ja, es gibt nur einen momentan und der steht hier in Wolfsburg. Das war's vom ersten Teil hier aus der Autostadt in Wolfsburg. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und vergesst uns nicht zu abonnieren, denn 96% aller Zuschauer haben diesen Kanal noch nicht abonniert und es wäre sehr schade, wenn ihr das nicht tun würdet. Also, bis zum nächsten Mal.